Und bevor ich jetzt Ihnen diese pauschal dotierte Unterstützungskasse in ihrer Funktion und Wirkungsweise, vor allem wie einfach und genial die Wirkungsweise ist, erkläre, möchte ich vielleicht mal kurz einen Blick auf die Nachteile und die Vorteile im Überblick einmal geben. Und zwar die Nachteile zuerst mal vorgezogen. Für den Arbeitnehmer, für mich die ganz klare Aussage, keine Nachteile erkennbar, und zwar zu keinem Zeitpunkt und in keiner auch irgendwie denkbaren Situation. Und die Arbeitgeberseite, das ist für mich kein Nachteil, sondern das einzige Punkt, der zu beachten ist. Mit dem Geld, das nicht an die Versicherung abgeführt wird, für die Beiträge, für die der Arbeitgeber irgendeine Verzinsung zusichert von 2,5%, muss er letztendlich auch die Rendite von 2 bis 2,5%, eben was er zugesagt hat, auch erwirtschaften. Egal, ob er das durch Tilgung von Konkurrentkrediten macht und damit gleich 8, 9 oder 10% erwirtschaftet, durch Tilgung von Bankdarlehen und vielleicht 4, 5 oder 6 oder irgendwo 3, 4 oder 5% am Kapitalmarkt erzielt durch ja, inflationsgeschützte, vielleicht Sachwertanlagen. Das ist hier die Angelegenheit und die Verantwortung des Unternehmers. Und die Vorteile im Nachgang, ja, es ist einfach etwas, was sowohl für Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber, Unternehmer Gewinn bringt. Der einzige Verlierer in dieser Win-Win-Situation sind die Versicherungsgesellschaften, die hier schlichtweg überflüssig werden, die man hier nicht braucht, mit dem Produkt Lebensversicherung im Hintergrund, das man aus verschiedener Sicht kritisch in Frage muss. Und zwar die Vorteile, 100%iger Insolvenzschutz für die Mitarbeiter, besser als Protektor, kein Verlust hier denkbar. In der Regel mindestens 100% höhere Leistungen, die sich für die Mitarbeiter ergeben im Vergleich zur Versicherungslösung durch die Arbeitgeberzuschüsse, die in der Regel immer obendrauf gemacht werden und auch leicht finanziert werden durch Steuereffekte, durch Fluktuation, durch in der Regel auch ohne Fluktuationseffekte, durch vielleicht 1% höheren Zins in der Rendite als in der Zusage, reicht normalerweise vom 50%igen Zuschuss aus. 100% freie Liquidität für den Unternehmen zu 100% freien Verfügung. Das Entscheidende ist immer das Faszinierendste, ist die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, weil man eben ein eigenes System hat, ein eigenes Betriebsrentensystem mit dem eigenen Namen, mit dem sich auch die Mitarbeiter identifizieren können, und das hocheffizient ist und natürlich auch Mitarbeitergewinnungs- und Mitarbeiterbindungseffekte verwirklicht und eben Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung als die beiden Haupteffekte neben der Innenfinanzierung und der Liquidität. Das sind die Vorteile.